Trainingsauftakt in der Hauptstadt. Und bei Hertha BSC fällt vor allem einer auf, Jürgen Klinsmanns Sohn Jonathan. Er ist zum 10-tägigen Probetraining da und hat bei Pal Dardai einen guten Eindruck hinterlassen. Ob der U20-Keeper der USA aber dauerhaft nach Deutschland wechselt, ist noch nicht entschieden. Also zum Trainingslager kommt bestimmt mit und Jolt entscheidet. Ja. Ihr müsst mit Jolt reden darüber, er kennt mich, ich schätze meinen alle Kollegen und natürlich die allerletzte Entscheidung ist meine. Aber wenn Jolt sagt, dass er verliebt oder keine Ahnung, ja, dann holen wir. Wenn er ein bisschen zögert oder unsicher, dann werde ich auch natürlich mit einem Auge hier schauen und dann zum Schluss dann sage ich, ob ja oder nicht. Aber wenn Jolt hundertprozentig sicher, dass er ihn holt, dann holen wir. Neben Klinsmann Junior waren auch noch die Söhne von Pal Dardai und U23-Trainer Ante Čović dabei. Darüber hinaus hat von den Neuzugängen vor allem Davy Selke für Schlagzeilen gesorgt. Der frisch gebackene U21-Europameister wird allerdings erst nach seinem Urlaub ins Training einsteigen. Ich glaube, brauche ihn nicht motivieren. Ich glaube, der Junge hat auch genug Selbstvertrauen, er ist ein guter Fußballer. Und unsere Aufgabe hier einzuführen, damit er so schnell wie möglich seine Leistungsgrenze geht. Und dadurch, dass wir bei einem jungen Spieler reden, das macht auch Spaß, so wie bei Niklas Stark, wie bei Platte, wie bei Brooks, wie Sverg oder bei Mitch, die weiterzubilden.